Herzlich willkommen, liebe Zwillinge, zu eurer Tarot-Wochenbotschaft. Ich möchte schauen, was die Tarotkarten schon sagen zu eurer nächsten Kalenderwoche. So, wir schauen mal nach. Ich mische jetzt erstmal locker die Karten in der Hand. Die war energetisch sehr präsent. Wir haben da einmal so eine Karte. Ja, du hast eine Menge gegeben und diese Karte sagt dir, jetzt kannst du dich zurücklehnen. Guck, wie die Dinge sich entwickeln. Du brauchst gar nicht mehr so viel dazu tun, ne? Im Grunde genommen reicht jetzt nur noch eine Anwesenheit und dann erledigen sich bestimmte Sachen von alleine. Eine sehr schöne Karte. So. Einmal nochmal kurz vorweg. Ich sehe hier immer nur die Energien. Ich sehe keine konkreten Ereignisse. Wenn ich Beispiele finde, nehmt sie bitte auch als Beispiele. So. Wir haben hier einmal die drei der Kelche und zwei der Münzen. Ich habe hier das Gefühl von Menschen, die gerne bei dir sind und dadurch bekommst du neue Optionen. Das ist so ein bisschen dieses gesellige Zusammensein. Ich habe die Energie von ganz vielen Menschen vor Augen, die es aber gut mit dir meinen. Vielleicht so eine Partystimmung, vielleicht ein Geburtstag, den ihr feiert, sowas in der Art. Und ich glaube tatsächlich, daraus entwickelt sich etwas. Daraus entwickelt sich eine neue Chance oder es tut sich auch irgendwie eine Tür plötzlich auf in eurem Leben. Frag mich nicht, warum. Vielleicht habt ihr vorher immer so ein bisschen Angst vor anderen Menschen und das ist endlich mal eine Party, wo ihr euch wohlfühlt und wo man sich denkt, ja, ich möchte öfter mit so vielen Menschen zusammen sein. Sowas in der Art habe ich hier ganz, ganz stark mit drin. Es kann aber auch sein, dass irgendein, weiß ich nicht, Onkel, Großonkel euch plötzlich irgendein Angebot macht. Dabei meine ich aber ein wertvolles Angebot, was euch im Leben weiterbringt. Von daher dieses viele Menschen um dich herum und plötzlich kriegst du ein Angebot. Ne? Das ist irgendwie so dieses, und damit kannst du was anfangen. Das ist auch wirklich etwas, über das du nachdenken solltest, das du mit nach Hause nehmen solltest, dieses Angebot, ob du dich letztendlich dafür entscheidest. Steht auf einem anderen Blatt. Aber du bekommst es erstmal in die Hand und solltest das auch mitnehmen fürs Erste. Wir schauen jetzt nochmal, was die Karten dir für ein Geschenk machen vom Universum und was der Rat ist für diese Woche. So, da liegen ja schon zwei. Okay, hier haben wir das Geschenk, ist tatsächlich ein Blick in die Zukunft. Du bekommst intuitiv so einen kleinen Blick, wie es sich entwickeln könnte, wenn du diese Option wahrnimmst. Ja, das ist so ein bisschen das Gute bei der Sache. Wir haben gleichzeitig eine Menge Rot hier im Kartenbild, wenn du das hier anschaust. Rot ist immer eine erfolgreiche Farbe. Das heißt, hier geht es tatsächlich Richtung Erfolg, wenn du diese Option mitnimmst oder diese Option in Betracht ziehst. Es geht nicht darum, sich dafür zu entscheiden, das will ich an dieser Stelle nicht sagen, aber es bringt dich schon weiter, wenn du sie wenigstens betrachtest und überlegst, ob sie in Frage kommt. So, hier ist der Blick in die Zukunft, hier wird irgendwas geplant und es kann auch sein, dass du dadurch eine Planungssicherheit bekommst. Frag mich nicht, was das ist, keine Ahnung, ich erkläre immer nur die Energien. Dann haben wir hier als sehr große Karte, wie du dich verhalten sollst, ist der Wagen. Und das ist so ein bisschen dieses mach dich auf in die Richtung. Du musst das Angebot nicht annehmen, aber versuch dich ein bisschen in die Richtung zu bewegen. Das bedeutet nicht, dass du das Angebot annimmst, sondern du bewegst dich gedanklich in diese Richtung. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es geht so ein bisschen darum, dieses Anfreunden, dieses Antasten. Es wirkt wie ein Weg, den ihr vorher noch nicht kanntet, der euch aber verspricht, der euch Erfolg verspricht und eine bessere Zukunft. Von daher, guck mal, dass du dich da so ein bisschen hinorientierst und da schon mal reinschnupperst. Wie fühlt sich das an? Wie ist die Luft da auf diesem Weg? Und dann überleg nochmal, ob du es wirklich machen möchtest. Ja? Okay. So, liebe Zwillinge, ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Über einen Daumen hoch natürlich auch. Und ja, eine spannende Woche erwartet euch. Genießt sie, macht's euch schön und bis zum nächsten Mal.